Tom, der Abschleppwagen. Hallo, Billy. Was hast du denn heute zu tun? Oh, lass mich raten. Du verschiebst diesen Stapel Ziegelsteine, nicht wahr? Hervorragende Arbeit, Billy. Nur noch einen Stapel und dann bist du schon fertig. Oh nein! Was ist passiert, Billy? Stimmt etwas nicht? Oh oh. Ich glaube, du brauchst Hilfe, Billy. Ich werde welche holen. Tom, der Abschleppwagen, kann dich reparieren. Hey Tom, viel zu tun, was? Du magst es, wenn alles an seinem Platz ist, nicht wahr? Hey, hör mal, Tom. Billy, die Planierraupe, steckt in Schwierigkeiten. Er braucht deine Hilfe. Kommst du? Großartig, Tom. Du bist ein Held. Komm mit. Wir suchen Billy. Ja, Tom. Beeilung. Da, Tom. Da ist Billy. Er wartet auf uns. Hey, Billy. Schau mal, wer da ist. Jetzt wird alles gut. Also entspann dich. Na dann, auf geht's. Alle Mann in die Werkstatt. Bist du soweit, Billy? Bereit, Tom? Versuch, dein Planierschild zu bewegen. Oh nein, es funktioniert einfach nicht. Was können wir denn da machen? Also, was meinst du, Tom? Oh, verstehe. Wir müssen die Schrauben anziehen, die Billys Planierschild mit der Planierschildhydraulik verbinden. Wird der passen, Tom? Großartig. Bereit, Billy? Jetzt werden die Schrauben schön fest angezogen. Großartig gemacht, Tom. Billy ist repariert und kann wieder arbeiten. Gibt es noch etwas, Tom? Oh, schau! Das Auspuffrohr ist sehr alt und müsste ausgetauscht werden. Da, Tom! Könnte das passen? Nein? Was ist mit dem hier? Perfekt! Zeit für ein neues Auspuffrohr, Billy. Aufregend, oder, Billy? Was gibt's noch, Tom? Ja, du hast recht. Die Farbe blättert hier ab. Kannst du da was machen? Hey, Tom, tolle Maske. Als erstes brauchen wir die Farbpistole. Und jetzt wird die Farbe ausgesucht. Die rote? Nein? In Ordnung, die orange.
Hervorragende Wahl, Tom. Das war hervorragende Arbeit, Tom. Billy sieht aus wie neu. Tschüss, Billy. Viel Spaß. Tom, der Abschleppwagen. Hallo, Lilly. Viel zu tun heute? Lilly, was ist los? Oh, hast du Probleme mit deiner Rollstuhlrampe? Das muss auf der Stelle repariert werden. Aber keine Sorge, Lilly. Tom, der Abschleppwagen kann dir helfen. Warte, ich hole ihn. Tom! Wach auf, du Schlafmütze. Lilly, der kleine Bus braucht deine Hilfe. Sonst kommt sie nicht rechtzeitig zur Schule, um die Kinder abzuholen. Lass sie uns reparieren. Auf geht's, Tom. Gleich da vorne ist Lilly. Hey, Lilly, Tom ist hier. Er hat dich 0, nichts repariert. Perfekt, Tom. Dann mal zurück in die Werkstatt. Da sind wir auch schon. Okay, Tom. Bereit, den kleinen Bus zu reparieren? Dann fangen wir mal an. Also, was machen wir mit der Rollstuhlrampe, Tom? Ja. Lass sie uns austauschen. Du hast recht, die sollte passen. Zeit für eine neue Rollstuhlrampe. Schau mal, ob sie funktioniert, Lilly. Wow, die funktioniert ja super. Was ist denn jetzt los, Lilly? Tom, weißt du, was Lilly hat? Oh, ihre Batterie muss aufgeladen werden. Na dann, hier ist das Aufladegerät. Das dauert nur eine Minute, Lilly. Keine Sorge, das tut nicht weh.
Und wir sind fertig. Perfekt. Also, der Spiegel muss erneuert werden. Was hältst du von dem ganz oben auf dem Regal, Tom? Nicht gut genug? Oh, okay. Wie ist es mit dem hier? Der sieht Lillys altem sehr ähnlich. Na dann mal ran an die Arbeit, Tom. Gute Arbeit, Tom. Lilly sieht aus wie neu. Tschüss, Lilly. Die Schulkinder warten auf dich. Wir sehen uns. Großartige Arbeit, Tom. Bis bald. Tschüss. Tom, der Abschleppwagen. Hallo, Hector. Na, viel zu tun heute? Verfolgst du das zu schnell fahrende Auto da vorne? Schau, er hat gerade eine rote Ampel überfahren. Den darfst du nicht entkommen lassen. Dranbleiben, Hector! Hey, Hector! Vorsicht! Oh, Hector! Da ist Rauch an deinem Rotor. Hector! Vorsicht! Vorsicht! Ups! Ach, Hector, mach dir doch keine Vorwürfe. Es war einfach Pech, dass du das Auto nicht erwischt hast. Oh, du brauchst Hilfe, Hector. Ich rufe Tom den Abschleppwagen. Er kann dich reparieren. Warte hier. Hey, Tom. Tom, wir brauchen deine Hilfe. Hector, der Hubschrauber, hat Probleme. Beeilung, Tom. Susi, Tom spielt später mit dir. Tschüss. Hier musst du links, Tom. Super. Schau, da ist er. Beeilung. Hey, Hector. Tom ist hier. Jetzt musst du dir keine Sorgen mehr machen. Dann bringen wir dich mal in die Werkstatt, Hector. Tom, bist du bereit? Nein, Tom. Hector hat keine Räder. Dadurch ist es schwierig, ihn zu bewegen. Was sollen wir machen, Tom? Hervorragende Idee, Tom. Du besorgst einen Anhänger und ich frage Charlie den Kran, ob er uns hilft, Hector auf den Anhänger zu heben. Charlie, Charlie, wir brauchen deine Hilfe. Hector hatte einen Unfall. Komm, auf geht's. Hier kommt Charlie. Tom braucht deine Hilfe, um Hector auf den Anhänger zu heben. Vorsicht! Perfekt, Charlie. Vielen Dank für die Hilfe. Tschüss, bis bald. Und schon sind wir in der Werkstatt.
Hector, Tom nimmt dich jetzt mal unter die Lupe. Eines von Hectors Rotorblättern fehlt. Dürfte schwierig sein, ohne es zu fliegen. Suchen wir ein neues Rotorblatt für Hector. Könnte das hier passen, Tom? Nein? Was ist mit diesem hier? Nein? Und das hier? Perfekt! Geschafft! Gute Arbeit, Tom! Was kommt als nächstes? Okay, die Landekufe ist als nächstes dran. Ja, du hast recht. Wir müssen sie komplett austauschen. Das wird ein bisschen komplizierter, als wir dachten. Perfekt, Tom! Brauchen wir noch etwas, Tom? Einen Schraubenschlüssel, natürlich. Jetzt haben wir alles. Super. Jetzt aber vorsichtig mit den Schrauben. Und hier kommt die neue Landekufe. Großartige Arbeit, Tom! Hector kann hervorragend stehen auf seiner neuen Landekufe. Schauen wir uns mal den Heckrotor an. Also, bist du bereit, Hector? Gute Arbeit! Jetzt bist du bereit zum Abflug, Hector. Tschüss, Hector! Viel Spaß! Na dann, bis später, Tom. Tschüss. Tom, der Abschleppwagen. Hallo, Charlie. Na, viel zu tun heute? Oh nein, Charlie. Dein Haken ist kaputt. Aber hey, mach dir keine Sorgen, Charlie. Tom, der Abschleppwagen, hat dich in 0, nichts repariert. Warte, ich hol ihn schnell. Hey, Tom. Charlie, der Kran, steckt in Schwierigkeiten. Auf geht's. Ja, beeil dich, Tom. Tom, weißt du, wo Charlie ist? Schau, da ist er ja. Beeilung!
Hey Charlie, Tom ist hier. Dann bringen wir dich mal in die Werkstatt, Charlie. Ganz schön schwer, was? Auf geht's! Alle Mann in die Werkstatt! Charlie, Tom nimmt dich jetzt mal unter die Lupe. Als erstes müssen wir den Haken ersetzen. Mhm. Mal schauen, was wir auf Lager haben. Mhm. Könnte der hier passen, Tom? Du hast recht, der ist nicht stabil genug. Und was ist mit dem hier? Du hast recht, das ist ein Anker. Und was ist mit dem hier? Perfekt! Na, das sieht doch super aus, Charlie. Alles dank Tom. Gibt es noch etwas, Tom? Dein Drehgelenk scheint zu haken. Tom, was schlägst du vor? Ja, du hast recht. Wir versuchen es mal mit dem Schraubenschlüssel. Vielleicht kannst du es damit reparieren. Da, der Schraubenschlüssel. Hervorragend. Charlie, schau mal, ob dein Drehgelenk jetzt besser funktioniert. Das klappt doch super. Was ist los, Tom? Gibt's ein Problem? Ah, ein kaputter Frontscheinwerfer. Den hätte man leicht übersehen können. Aber das ist doch überhaupt gar kein Problem für dich, Tom. Ich bin sicher, den hast du schnell repariert. Welches ist die richtige Größe für Charlies neuen Scheinwerfer, Tom? Also, was denkst du, Tom? Ja, du hast recht. Der hier sieht perfekt aus. Charlie, du hast einen neuen Frontscheinwerfer. Ist das nicht toll? Gibt es noch etwas, Tom? Gute Idee. Verpassen wir Charlie eine Wäsche. Na, dann wollen wir mal. Uhu. Wow, jetzt siehst du fast aus wie neu, Charlie. Mhm. Was für eine Verwandlung. Gute Arbeit, Tom. Tschüss, Charlie. Tom, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tom, der Abschleppwagen. Hallo, Katie. Wie geht's dir? Der Wahnsinn! Du bist unglaublich schnell. Ganz schön schwer, an dir dran zu bleiben. Das sieht aus, als würde es Spaß machen. Hey, pass auf, das andere Auto.
Ah, hier ist weniger Verkehr. Zeit, ein bisschen zu Atem zu kommen. Hey, Katie, pass auf! Oh, Katie, alles in Ordnung? Lass mich kurz Tom anrufen. Er hat dich schnell repariert. Warte hier, okay? Hey, Tom! Katie, das KitKat hat Probleme. Kannst du ihr helfen? Dann los, Beeilung, Tom! Hier links, Tom. Super. Rechts, bitte. Und jetzt Richtung Landstraße. Wir sind schon fast da. Schau, Tom, da ist Katie. Lass uns schnell zu ihr fahren. Hey, Katie, Tom ist hier. Jetzt musst du dir keine Sorgen mehr machen. Du bist in guten Händen. Dann wollen wir dich mal in die Werkstatt bringen, Katie. Bist du bereit, Tom? Aha. Dann los! Und da sind wir auch schon bei der Werkstatt angekommen. Katie, Tom wird dich jetzt mal gründlich unter die Lupe nehmen. Ja, Tom. Katie braucht ein neues Rad. Aha. Könnte das hier passen, Tom? Uh-uh. Nein, das ist Franks Reifen. Und wie ist es mit diesem hier? Uh-uh. Nein, das ist ein Traktorrad. Dieses hier? Aha. Perfekt. Großartig, Tom. Ja, du hast recht. Wir müssen die Tür komplett austauschen. Die Beule ist zu groß, um sie zu reparieren. Welche Tür würdest du nehmen, Tom? Diese hier? Uh-uh. Nein? Wie ist es mit der hier? Uh-uh. Nein? Und diese hier? Uh-huh. Ja, diese Tür passt perfekt zu Katie. Sogar die Farbe stimmt. Das ist perfekt. Jetzt müssen wir das Schutzblech auswechseln. Das sieht aber schick aus. Ich wette, Katie gefällt's. Na, perfekt. Superb. Hey, Tom, worüber denkst du nach? Raus damit! Aha. Hey, sieht aus, als würde Katie eine Wäsche kriegen. Thank you.
Wow, Katie, du siehst ja brandneu aus. Also, du kannst wieder weiter, Katie. Super. Wir sehen uns und pass auf herumrollende Steine auf. Bis bald, Tom. Tschüss. Tom, der Abschleppwagen. Hallo, Francis. Sieht so aus, als hättest du viel zu tun heute. Mhm. Hey, Francis. Alles in Ordnung? Mhm. Oh, das hätte gefährlich werden können. Mhm. Keine Sorge, Francis. Wir kriegen dich repariert. Warte einfach hier. Ich hole Tom den Abschleppwagen. Er kann dir helfen. Mhm. Hey Tom, fährst du gerade zurück in die Werkstatt? Aha. Hey, hör mal Tom, könntest du vielleicht umdrehen? Aha. Francis, der Gabelstapler, hat Probleme. Er braucht deine Hilfe. Aha. Danke Tom, du bist echt ein toller Kerl. Komm, helfen wir Francis. Aha. Aber wo ist Francis? Da, Tom. Schau dort. Francis wartet auf uns. Oh, oh. Aufpassen, Tom. Aha. Hey, Francis. Hm? Tom ist hier, um dir zu helfen. Mhm. Alle Mann in die Werkstatt. Na, dann wollen wir mal. Womit sollen wir anfangen, Tom? Also, die Gabel hat sich verbogen und ist gefährlich. Du hast recht. Wir sollten die Gabel austauschen. Aha. Passt diese hier? Ja? Perfekt. Zeit, die alte Gabel loszuwerden und die neue anzupassen. Und schon sind wir fertig. Du siehst toll aus, Francis. Oh, schau mal, Tom. Francis braucht ein bisschen Farbe. Da, Tom. Würde die gehen? Zeit für einen neuen Anstrich. Großartige Arbeit, Tom. Du siehst klasse aus, Francis. Oh, da ist noch mehr zu tun, Tom. Ja. Wir müssen etwas wegen diesem Warnblinker unternehmen. Könnte der hier passen? Nein? Okay. Wie ist es mit dem hier? Nein? Und der hier?
Perfekt. Klasse Arbeit, Tom. Jetzt sieht alles perfekt aus. Viel Spaß, Francis. Tschüss. Tschüss, Tom. Bis zum nächsten Mal. Tom, der Abschleppwagen. Hallo, Jeremy. Wie geht's dir? Hey, Jeremy, Vorsicht, pass auf! Oh, oh, Jeremy, bist du in Ordnung? Ich werde Tom den Abschleppwagen rufen. Warte hier einfach, okay? Tom! Hey, Tom! Jeremy, das Taxi braucht deine Hilfe. Komm schon, beeil dich! Ja, Tom. Weiter geht's. Hier musst du links, Tom. Oh, warte, Tom. Eine rote Ampel. Grüner wird's nicht. Hey, Jeremy. Tom ist da. Er wird dir helfen. Dann mal ab in die Werkstatt, Jeremy. Und immer weiter geht's. Und da sind wir auch schon in der Werkstatt. Also, dann wollen wir mal. Und, wie willst du vorgehen, Tom? Ja, fangen wir damit an, Jeremys Kühlergrill zu wechseln. Das sieht schmerzhaft aus. Der hier passt hervorragend. Du siehst schon viel besser aus, Jeremy. Dann wollen wir doch mal sehen, wie der Motor so aussieht. Oh ja, der muss ausgetauscht werden. Schau, dort oben im Regal, Tom. Passt der? Wir nehmen den alten Motor heraus und ersetzen ihn durch einen neuen. Großartig. Oh, schau mal da, Tom. Das ist aber ein ordentlicher Riss in Jeremys Heckscheibe. Ja, wir werden diese Saugnäpfe benutzen, um die Heckscheibe herauszunehmen. Bereit, Jeremy? Eins, zwei, drei. Großartig! Na, dann schauen wir uns mal nach einer neuen Heckscheibe um. Dort. Würde die passen, Tom? Oh, okay. Die ist zu groß für Jeremy. Wie ist es mit der hier? Perfekt. Klasse. Jeremy, du siehst super aus. Oh, oh. Dein Taxischild auf dem Dach ist ein bisschen klapprig. Was meinst du, Tom? Tom, du hast genau, was Jeremy braucht, nicht wahr? Großartig, Tom. Für welches entscheidest du dich? Dieses hier, Tom? Nein? Was hältst du von dem hier, Tom? Perfekt. Zeit, sich vom alten Schild zu verabschieden. Das neue sieht aber auch wirklich toll aus. Jeremy sieht so glücklich aus.
Tschüss, Jeremy. Schönen Tag noch. Tschüss, Tom. Bis zum nächsten Mal. Tom, der Abschleppwagen. Hallo, scheint, als wäre die Arbeit für heute erledigt. Du siehst müde aus. Zeit, nach Hause zu fahren für ein Schläfchen. Hey Amber, was ist los? Hast du Schwierigkeiten? Oh, meine Liebe, du brauchst jemanden, der dich repariert. Lass uns Tom den Abschleppwagen anrufen. Er wohnt hier in der Nähe. Er kann dich reparieren. Tom! Hey, Tom! Amber, der Krankenwagen, braucht deine Hilfe. Du musst unbedingt mitkommen. Amber ist in der Nähe vom Krankenhaus. Beeilung! Ah, schau! Ein Schild! Es zeigt in Richtung Krankenhaus. Und weiter geht's. Genau! Da ist sie ja. Amber, Hilfe ist im Anmarsch. Du kannst dich entspannen. Tom wird dich in 0, nichts reparieren. Perfekt, Tom. Und jetzt schnell zurück zur Werkstatt. Schaut, schon sind wir an der Werkstatt. Also, Tom, bist du bereit? Aha. Dann lass uns anfangen. Amber, kannst du deinen Motor noch einmal starten? Das ist seltsam. Nicht wahr, Tom? Vielleicht sollten wir den Motor überprüfen. Also, der Motor ist neu. Woran könnte es liegen? Kannst du da drinnen etwas erkennen, Tom? Oh, das Auspuffrohr ist kaputt, nicht wahr? Was meinst du, ist jetzt zu tun, Tom? Schweißen. Ja, das hört sich nach einer guten Idee an. Was machen wir als nächstes, Tom? Oh, okay, Tom. Du meinst, Amber braucht neue Felgen. Kann man die hier benutzen? Oh, natürlich. Die sind zu groß. Du meinst, die hier haben die perfekte Größe? Aha. Super! Na, das sieht doch perfekt aus. Gute Arbeit, Tom. Ich schätze, Amber ist wieder bereit für die Straße. Oh oh, doch noch nicht ganz.
Amber klingt wie ein Quietscheentchen. Okay, Tom. Du denkst, die Sirene müsste auch repariert werden? Die hier? Nein? Okay. Hast du noch mehr zur Auswahl? Oh, toll! Wir haben die perfekte Sirene für Amber gefunden. Du klingst toll, Amber. Das ist eine laute und deutliche Sirene. Perfekt für dich. Gute Wahl, Tom. Amber sieht jetzt rundum gut aus. Und zwar dank dir, Tom. Zeit, nach Hause zu fahren, Amber. Tschüss. Gut gemacht, Tom. Wir sehen uns.